12. Spieltag der Bayernliga Süd, das Sascha Mölders Team, der TSV 1882 Landsberg, empfängt daheim den FC Deisenhofen und hofft darauf, die eigene Erfolgsserie auszubauen. Seit mittlerweile 8 Partien sind die Gastgeber ungeschlagen und der Start in das Duell gegen Deisenhofen alles andere als schlecht. Ihr seht's oben links auf der Anzeige, noch nicht mal 2 Minuten gespielt. Da gibt's diesen Fehlpass im Aufbauspiel und Landsberg macht's schnell. Branko Nikolic auf links, Mölders auf rechts, Brian Stoppan, der Abschluss zu ungenau und Mölders muss dann nur noch reinschieben. Der hat lockere Landsberg-Laune, der Ex-Giesinger. Saisontor Nummer 13 und wir schauen nochmal drauf, wie es entsteht. Hier wird Stoppan schon leicht in der Mitnahme gestört und dann der Schuss noch abgefälscht. Mölders, ja, der muss nur noch einschieben. Da ist dann der Weg frei. Und es dauert nicht allzu lange, bis sich die nächste Möglichkeit für die Wampe von Giesing ergibt. Der hat nämlich so ein Bauchgefühl und lauert da auf diese Flanke. 2-0 Landsberg. Sascha Mölders trifft und trifft und trifft, so wie er möchte. Super Laufweg da von ihm. Erst im Rücken des Verteidigers und dann im richtigen Moment startet er durch auf den ersten Pfosten. Super gemacht und das gilt auch für die direkte Antwort von Deisenhofen. Tobias Rembeck. Auf einmal steht es nur noch 1-2. Ja, das spielen sie richtig gut. Die Blauen profitieren aber auch von der desaströsen Abwehrarbeit. Schaut mal, da ist niemand, gar keiner, in einem Umkreis von 5 Kilometern gefühlt um Tobias Rembeck. Und in Minute 35 gibt es einen schnellen Konter von Deisenhofen. So schnell, dass selbst die künstliche Intelligenz nicht mitkommt, die die automatische Kamera steuert. Nico Karga steht da dann am Ende und macht das 2-2. Und dann dauert es bis zur Mitte von Hälfte 2, bis es das nächste Mal knallt. Und natürlich, wer denn auch sonst? Sascha Mölders. Dreierpack vom 37-Jährigen. Und den schiebt er lässig links unten an Caruso vorbei. Das dann auch der Endstand. Deisenhofen verliert am Ende mit 2-3 gegen den TSV 1882 Landsberg und einen überragenden Sascha Mölders. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja, und du? Was machst du? Abonnieren.